Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Ich bin der Herr und sonst ist kein Heiland außer mir. Liebe Gemeinde, mit diesem Wort Gottes begrüße ich Sie heute zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag. Wir wollen hören auf die Verheißung von Gott. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Das ist uns verheißen, das dürfen wir hoffen, wenn wir heute auch die Namen aller Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres noch einmal verlesen und Fürbitte halten. Außerdem werden wir auch Abendmahl feiern und wir werden Ihnen auch später noch erklären, wie das abläuft. Wir beginnen mit den Worten aus einem Psalm, den wir gemeinsam sprechen möchten. Ich bitte Sie, heute bei den Liedern die Maske aufzusetzen und ansonsten können Sie es ja aber ablassen. Wir sprechen gemeinsam. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen. Lasst uns beten. Hörst du denn, Gott, wenn wir rufen? Oft ist unsere Stimme klein und unsere Hoffnung brüchig. Wir kennen die Traurigkeit und das Leid, den Schmerz und die Sorge. Manchmal so, als kennten wir nichts anderes mehr. Wir wollen dazu nicht schweigen und sagen dir in der Stille, was nur du hören sollst. Höre uns, Gott, wenn wir rufen. Bei dir geben wir unserer Sehnsucht Raum, unserer Sehnsucht nach neuem Glück, nach lang erhoffter Veränderung, nach Zeichen des Friedens. Öffne uns Augen und Ohren, damit wir hören und sehen. Amen. Lasst uns gemeinsam singen, Morgenglanz der Ewigkeit. Thank you.
Die Lesung für den heutigen Sonntag steht in der Offenbarung an Johannes im 21. Kapitel. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechte Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater im Himmel, ich bitte dich, segne unser Reden und Hören nach dem Reichtum deiner Gnade. Amen. Liebe Gemeinde, das Wasser, ums Wasser geht es hier in einem Text in der Offenbarung unter anderem. Und ich habe mal angefangen, über das Wasser nachzudenken. Woran ich mich ganz eindrücklich erinnere, ist meine Grundschullehrerin. Meine Grundschullehrerin, die hat mir als Grundschüler gesagt: Ihr müsst mit dem Wasser sparsam umgehen. Sie hat erklärt, wenn man einen Wasserhahn tropfen lässt über Nacht, dann ist am Morgen ein ganzer Eimer voll mit Wasser. Und das Wasser, meinte sie, das wird wichtig werden in den nächsten Jahrzehnten, und es werden Kriege ums Wasser geführt werden. Und tatsächlich geschieht es. Ich habe mich lange Zeit gefragt, warum China so ein Problem mit Tibet hat, bis ich in der Mondiplomatik gelesen habe, das ist eine geopolitische Frage, weil Tibet im Himalaya, von dort aus entspringen die großen Flüsse, die dann durch China fließen. Dort ist nicht also nur Trinkwasserspeicher, Trinkwasser wird dort auch viel geholt. Es ist ja auch dann mit den Staudämmen ein Energiespeicher, also da wird auch Energie gewonnen mit diesem Wasser. Und so ja, ist
Tibet da in einer Lage, wo es für China wichtig ist. Und es geht ums Wasser. Auch hierzulande haben wir es mit Wasserknappheit zu tun bekommen. Etwa vor 2 Jahren sind in einigen Regionen Deutschlands Felder vertrocknet und Brunnen versiegt. Und zu den Dürren kamen dann Waldbrände. Wasser ist lebenswichtig. Und an den großen Strömen des Wassers richtet sich oft das Leben einer ganzen Gesellschaft aus. So war es am Nildelta in Ägypten, so war es an den beiden Strömen Euphrat und Tigris in Babylon, so ist es auch heute. Wir kennen auch das Gegenteil, wenn zu viel Wasser gefährlich wird und zu Überschwemmungen führt. Wasser kann so ganze Landstriche verwüsten und Chaos anrichten. Wie so eine verwüstete Landschaft kann es sich auch anfühlen nach dem Tod eines lieben Menschen. Alles ist durcheinander geraten, nichts macht mehr Sinn. Für die Natur bringt eine Überschwemmung oft wieder wichtige Nährstoffe mit sich. Und die lassen hernach das Leben umso prächtiger gedeihen. Im Wasser sind wichtige Mineralien, manchmal führt das Wasser auch Schlamm mit und so wächst und blüht es dann wieder danach. Mein Musiklehrer hat im Unterricht eine Thermoskanne warmes Wasser dabei gehabt und war immer begeistert davon, wie unterschiedlich Wasser schmecken kann. Manche und mancher von Ihnen hat nach den ersten Wochen oder Monaten des Trauerns vielleicht auch wieder etwas von diesem neuen Leben spüren dürfen. Dass wieder Struktur zurückgekehrt ist. Dass Sinn und Freude ein bisschen zurückgekehrt sind. Vielleicht freuen Sie sich an etwas Neuem im Leben, das aufgegangen ist. Aber auch beim Trinkwasser gibt es Gefahren, zum Beispiel Verunreinigungen. Es kommt darauf an, gutes, genießbares Wasser zu haben. Als Bürger bekommen wir nur hin und wieder den Hinweis, dass wir unser Leitungswasser abkochen sollen, wenn Keime oder Bakterien nachgewiesen wurden. Ansonsten brauchen wir hier nur den Hahn aufdrehen oder in den Getränkemarkt zu fahren, wo die Auswahl von Wasser aus verschiedenen Quellen zur Verfügung steht. Alles sauber, alles genießbar, damit lebensdienlich. Auch bei der Überwindung der Trauer gibt es aber Fallstricke, falsche Tröster, wie den Alkohol oder andere Suchtmittel, Gesellschaft mit Menschen, die einen ausnutzen oder die größte Gefahr vielleicht, dass man sich in der Einsamkeit einlullt. Ich glaube, gerade in diesem Jahr ist es nicht einfach, aus der Einsamkeit auszubrechen, wo vieles vom sozialen Leben brach liegt. Wasser ist ein zentrales Motiv in der Johannes-Offenbarung. Johannes hat eine Vision von der zukünftigen Welt. Das Meer ist nicht mehr. Das Meer ist das Sinnbild für die Bedrohung des Lebens. Denn vom Meer her droht Überschwemmung und es drohen Angriffe von Feinden oder Piraten. Das Lebensfeindliche wird in dieser Vision also verschwunden sein. Demgegenüber wird das Lebensdienliche im Überfluss da sein. Wasser aus der Quelle des Lebens, also gutes, genießbares Wasser, das unser Leben heil macht. Wir bekommen es direkt von Gott. Mit dem Wasser gibt uns Gott alles, was wir zum Leben brauchen. Mehr noch, er tröstet uns auch, er wischt all unsere Tränen ab. Aber ist das, was Johannes da sieht, eine Vision, die sich auf die Zukunft beschränkt? Auf etwas, das wir am Ende des Lebens oder am Ende erst nach dem Tod erfahren können? Ich glaube nicht, denn das, was auf uns zukommt, ist nicht fern im Himmel, sondern Johannes sieht, wie es vom Himmel zu uns herabkommt auf die Erde. Johannes sieht eine Stadt, das himmlische Jerusalem.
in der alles wohl geordnet ist. Und um das anschaulich zu machen, sehen wir uns jetzt ein Bild an. Aus dem Beatus-Apokalypse-Kommentar, eine Abschrift davon, aus dem Jahr 1047 nach Christus. Die Stadt beschreibt Johannes quadratisch. 12.000 Stadien auf jeder Seite. 12 Grundsteine aus verschiedenen Edelsteinen. 12 Tore aus Perlen und eine Straße aus reinem Gold. So wertvoll, so prächtig ist diese Stadt geschmückt. Im Zentrum der Stadt ist aber nicht der Tempel wie in Jerusalem, im irdischen Jerusalem, sondern das Lamm Gottes. Und er schreibt: Die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Im Zentrum dieser Stadt ist also das Lamm, das Gott gehorsam war bis in den Tod. Das Lamm erleuchtet nicht nur die Stadt, es ist zugleich der Wegweiser. Er wird uns leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers und sein Name bringt das Heil. Nur mal angenommen, was wäre, wenn dieses Lamm schon jetzt, schon heute mitten unter uns wäre? Dann hätten wir begründete Hoffnung darauf, schon jetzt getröstet zu werden. Dann müssten wir schon jetzt keine Angst mehr haben vor dem Tod, bräuchten keine Krankheit mehr fürchten. Das klingt unrealistisch. Andererseits, ist es nicht das, was die Menschen mit Jesus erlebt haben? Und wenn es damals möglich war, warum sollte es heute unmöglich sein? Diese Vision vom himmlischen Jerusalem wurde schon früh verstanden als Sinnbild der Kirche. Viele Kirchengebäude wurden nach dem Modell des himmlischen Jerusalems gebaut. Hier sollten die Menschen Heil erfahren, sie sollten sicher sein und Gottes Güte empfangen, von seinem Heil hören, von dem lebendigen Wasser etwas empfangen. Auch heute sollen sie das. Gott eröffnet einen Heilsraum mitten in dieser Welt, ein Raum, in den eintritt, wer Jesus, das Lamm Gottes, in den Blick nimmt. Unsere Kirchengebäude sollen dabei helfen, dem Lamm nahe zu kommen und die Emmauskirche, wenn man da den Grundriss von der Kirche anschaut, ist tatsächlich 12 mal 12 Meter quadratisch gebaut. Und hier in der Johanneskirche, hier steht ein Kreuz, das an die Lebensbäume erinnert, die in Offenbarung 22 genannt werden. Ich lese mal vor, also ein Kapitel weiter als unser Predigtext. Auf beiden Seiten des Stromes stehen Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und hier am Kreuz haben wir ja auch diese Blätter, die zur Heilung dienen. Und in der Mitte ist das Lamm. Und so, ja, können wir hier auch hier in der Kirche spüren, dass Gottes himmlisches Jerusalem schon mitten unter uns ist. Dass schon heute Gott unsere Tränen abwischen will, unsere Trauer von uns nehmen möchte. Gott möchte, dass wir heil werden an Körper und Geist. Er möchte unsere Trauer in Freude verwandeln. Hier in der Kirche sind wir versammelt. Viele Menschen, die dieses Jahr getrauert haben und viele, die auch heute trauern. Aber die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, ist ja keine Stadt innerhalb von Raum und Zeit. Es ist eine transzendente Stadt. Wer möchte, der kann mal die Augen schließen, um sich noch besser einzufühlen in diese Stadt. Es ist eine Stadt, die alle Zeiten und Orte überspannt.
In dieser Stadt sind wir schon jetzt, sind aber auch all unsere Lieben, die verstorben sind und doch nicht vernichtet. Wir alle sind in einer großen Gemeinschaft. Gemeinsam stehen wir vor dem Lamm Gottes. Und dieses Lamm ist das Licht. Und durch das Licht können wir klar sehen. Die Liebe, die uns verbindet, die Freude über das ewige Leben und darüber, dass kein Leid und keine Krankheit mehr uns etwas anhaben kann. Ja, hier empfangen wir das Wasser des Lebens. Wasser aus Gottes Quelle, denn sein Brünnlein hat Wasser die Fülle für uns und für all unsere Lieben. Amen. Lasst uns beten. Gott in Ewigkeit, Gott des Lebens, wir wollen beharrlich bleiben und unerschütterlich hoffen, mit dir rechnen. Wir wollen widerstehen, wo Leid und Sorge regieren. Wir wollen ein neues Lied singen, wo die alten Töne uns und andere entmutigen. Von deiner Zukunft reden, wo Resignation und Hoffnungslosigkeit herrschen. Wir bitten, erfülle uns mit dem Klang der Hoffnung, begabe uns mit der Stimme der Zuversicht, öffne uns die Augen für deine Schönheit, beschenke uns mit einem Blick in deine Ewigkeit, damit wir hier und heute in deiner Hoffnung handeln und leben und in deiner Hut uns und unsere Lieben geborgen wissen.
Wir gedenken der Menschen, die auf der Flucht durch Krankheit, durch Hunger, durch Katastrophen und Kriege dieses vergangenen Jahres verstorben sind. Und wir gedenken aller, deren Namen wir in unseren Herzen bewahren wollen. Wir singen gemeinsam: Du bist mein Zufluchtsort. Abendmahl feiern. Wir feiern das Abendmahl mit Hostien und mit Einzelkelchen. Wir werden das dann zu Ihnen in die Reihen bringen. Und wir sind da immer noch so ein bisschen am Ausprobieren, wie wir es am besten tun. Ich würde Sie bitten, wir bringen dann zunächst mal die Hostien zu Ihnen und dann werde ich die übliche Spendenformel sprechen. Dann können wir zumindest alle gemeinsam gleichzeitig die Hostie essen und dann bringen wir die Einzelkelche und wenn jeder den Kelch dann hat, dann spreche ich die entsprechende Spendeformel, dann können wir alle gemeinsam dort, wo wir halt gerade stehen oder sitzen, den Wein trinken und dann würde ich Sie bitten, dass Sie den leeren Einzelkelch einfach in die Reihe vor sich hinstellen. Wir sammeln die dann am Ende, wenn Sie alle draußen sind, wieder ein. Entscheidend ist, glaube ich, nicht, in welcher Form wir das genau machen. Entscheidend ist die Verheißung Jesu: Ich bin da, ich wirke. Und wir dürfen es im Glauben annehmen und darauf vertrauen. Ich würde Sie bitten, wenn es geht, mit aufzustehen zum Abendmahlsgebet. Wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch Jesus Christus, unseren Herrn. In ihm
erstrahlt uns die Hoffnung des ewigen Lebens, denn er ist auferstanden vom Tod. Und wenn unser irdisches Leben zerfällt, so ist durch ihn eine Wohnung bereitet. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und Lob singen ohne Ende. So loben wir dich, Herr, unser Gott, weil du Mensch geworden bist in Jesus Christus. Und in seinem Namen versammelt bitten wir dich, erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Wenn wir nun Brot und Wein teilen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselben gleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und dankte und gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird. Zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. So oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. So lädt uns Jesus Christus ein, wir dürfen schmecken und sehen, wie freundlich unser Herr ist. Ich würde Sie bitten, wenn Sie nicht am Abendmahl teilnehmen möchten, dass Sie jetzt Platz nehmen. Okay, dann können Sie alle Platz nehmen, weil dann können wir es in aller Ruhe austeilen.
So nehmt und esst, Christi Leib für euch gegeben. So trinkt alle daraus, das ist Christi Blut für dich vergossen. Unser Jesus Christus spricht, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir, dass ich dich stärke und dass ich dir helfe. Es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, spricht Gott, der Herr, dein Erbarmer. Der Friede des Herrn sei mit euch. Amen. Amen. So danken wir dir, Herr, unser Gott, für deine Nähe in Brot und Wein, für deine Zusage, für deine Verheißung. Du gehst mit, du bist da in unserem Leben, jeden Tag. Alle Ehre sei dir. Amen. Amen. Bitte Platz zu nehmen, wir singen gemeinsam, die Kirche steht gegründet. Thank you.
Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen klein zum Lesen. Machen wir nächstes Mal dann ohne Noten, dann können Sie besser mitsingen wahrscheinlich. Wir laden herzlich ein zu den Gottesdiensten am 1. Advent um 9 Uhr hier in Bruckmühl und um 10.30 Uhr in Feldkirchen-Westerham. Wir laden außerdem ein zur CVJM-Jugendgruppe, die trifft sich heute Abend um 18 Uhr hier und wir werden dann gemeinsam mit der Jugend der Freikirche Andacht feiern und Schlag den Raab spielen. Herzliche Einladung an die Jugendlichen. Auch Konfirmanden dürfen kommen. Am Dienstag ist Gebetskreis in Feldkirchen von 18.30 Uhr bis 19 Uhr. Im Anschluss daran ist Theologie im Wirtshaus, aber im Gemeindesaal. Am Freitag ist um 19.30 Uhr Feierabendgottesdienst in der Kapelle zum Guten Hirten in Bad Feilenbach mit Lobpreismusik und Feier des Abendmahls. Und genau, das andere betrifft vor allem Feldkirchen, da ist dann im Advent eine Frühschicht für Grundschüler in der Emmauskirche um 6.30 Uhr, ist für die Bruckmühler wahrscheinlich zu umständlich zum Rüberfahren und wieder hierher fahren. Die Kollekte in Bruckmühl betrug vergangene Woche 61 Euro, in Feldkirchen 115 Euro, am Buß- und Bettag 224 Euro. Für Brot für die Welt wurden 10 Euro gegeben, für die Jugendarbeit 150 Euro und für die Instandsetzung der Emmauskirche 450 Euro. Gott segne die Geber und die Verwendung ihrer Gaben. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Arbeit in unserer eigenen Kirchengemeinde und wir suchen ein nicht mehr benutztes, aber noch funktionstüchtiges Smartphone für eine hilfsbedürftige Person. Wenn Sie vielleicht zufällig eins zu Hause haben, dann bitte melden Sie sich bei mir oder im Pfarramt. Haben wir noch was vergessen? Ines, magst du noch was sagen? Zur Adventsmusik. Dass die Opferadventsmusik stattfindet, ja. Steht leider noch völlig in den Sternen, weil das ja am 6. Dezember sein soll und wir nicht wissen, wie die Vorgaben sind oder ob die Sachen verlängert werden. Wenn die ganzen Einschränkungen verlängert werden, können wir dann kein Konzert am 6. Advent haben. Also, wenn sie stattfindet, gibt es Anmeldungen über das Internet. Vielleicht das noch zu sagen, wenn sie stattfindet, bitte schauen Sie einfach auf die Website und ins Internet. Da werden wir auch nochmal vermerken, ob die Adventsmusik überhaupt da stattfinden darf. Und wenn ja, dürfen Sie sich auch dort über ein Formular anmelden. Danke, Ines. So geht in diesen Sonntag. Als Bürger der zukünftigen Stadt, des zukünftigen Jerusalems, geht getröstet von Gottes Wort, von seiner Liebe, gestärkt durchs Heilige Mahl unter Gottes Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.